schöne Stimmung hier bei Union Berlin. Ja, ich merke gerade, das Dach war ja hier im Weg im Stadion, weil die Tribüne so klein ist. Na gut, müssen wir mit leben hier in der Situation. Es geht im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den 1. FC Union Berlin für unsere Chemnitzer. Drittligist, nur Mittelmaß nach dem Abstieg. Trotzdem im Halbfinale des DFB-Pokals. Deswegen vollkommen ernst in diesem Gegner. Zwei Änderungen haben wir. Bellarabi rechts für Mausberg in der Partie. Und Lodric ersetzt den verletzten Feuerpusch in der 10er-Position. 6 Siege in Folge stehen bei uns auf dem Programm. Spitzenreiter der 2. Liga. Wir wollen in die 1. Liga. Und jetzt Anton Fink mit dem ersten Schussversuch. Daniel Haas aber weiter im Tor der Unioner. Packt hier erstmals sicher zu. Und den Abschlag fängt Achatz ab. Bester Torschütze der 2. Liga. Pass. Zweitbester Torschütze der 2. Liga. Jetzt unter Bellarabi auf Achatz. 25 Treffer bislang erzielt. Silvio und Wolf fängt den Ball ab. Zu den kommt der Fehlpass auf Osman. Der schlägt den Ball nach vorne auf Silvio. Weißenberger ist da, klasse. Klasse Stimmung natürlich wie immer an der alten Försterei. Lodric. Gegen Kreiler einen Übersteiger zu viel, aber Skelbrett denkt gut mit. Achatz gegen Puncic. Da hängen beim Übersteiger. Schönheim. Viering. Schon mit der Flanke. Guzman kommt heran. Eva Guzman. Sehr schützlicher Elfmeter. Schütze auf jeden Fall. Und jetzt trifft er aus der Distanz. Eva Guzman mit dem 1:0 für die Drittligisten. Das gibt's ja gar nicht. Aus dem Nichts hier die Führung für Eisern Union. Eva Guzman, wollte gerade sagen, extrem gefährlicher Elfmeterschützer. Die letzten 7 Elfmeter alles haben verwandelt, aber jetzt trifft er hier aus 17 Metern. Jetzt kommt die Flanke, das ist Silvio. Silvio, immer noch Silvio. Müller ist da und rettet hier. Vor einer kompletten Überraschung. Oh Leute, Köpfe hoch und weiter geht's hier. Fink, die Qualität haben wir eigentlich. Achatz gegen Puncic. Achatz vorbei, kriegt einen Scheck, gibt den Freistoß für den CFC. Und auch den führt Marcel Achatz aus. Oh, bitte nicht direkt, Junge. Bitte nicht direkt. Er hüpft den Ball in den Strafraum. Aber Haas fängt den locker ab. War doch ein bisschen zu weit in den Strafraum geschlagen, der Ball. Oh Gott, davon muss man sich erstmal erholen hier. Schafft Union als Drittligist den Sprung ins Finale. Das im Wohnzimmer des großen Feindes auch noch. Olympiastadion. Das wär's natürlich hier. Guzman. Achatz. Weißenberger. Hector. Ah, Wolf denkt da nicht richtig mit. Beltram. Weißenberger, klasse. Und Wolf, jetzt mal ab nach vorne. Anton Fink. Sieht außen Bellarabi. Bellarabi findet Achatz. Er schießt mal gleich direkt. Haas! Hat ein paar Probleme mit dem Schuss. Schade, dass keiner der Chemnitzer Angreifer mitgelaufen ist, um nachzusetzen dort. Silvio Hofstetter lässt sich da ein bisschen umkurven, aber Weißberg erklärt. Klasse. Und jetzt holt Lodric den Freischuss raus. Und es gibt sogar Gelb für Damir Krailach, dem Unioner. Taktisches Foul am Mittelfeld. Wo sagen wir hier? Lodric hat den Ball und dann tritt er ihn auf den Fuß. Ja, kann man Gelb für geben. Zähle ich mal unter die Rubrik taktisches Foul. Freistoß auf jeden Fall jetzt von Daniel Hofstetter. Weit nach vorn geschlagen auf Anton Fink. Der verlängert nach außen. Wolf kommt. Kann Union wieder ein bisschen befreien. Weißenberger spielt mit Abwehrkollege Hofstetter. Kriegt die gerade so unter Kontrolle. Benno Schmitz hat sein erstes Profitor erzielt gegen Köln zuletzt. Achatz. Schön ausgesehen, dass Bellarabi dabei ist. Schmitz mit der Flanke aus dem Halbfeld. Fink und Haas mit der Glanztat. Haas mit der Glanztat. Klasse Aktion des Unioner Keepers. Und natürlich auch schöne Flanke von Benno Schmitz und Anton Fink dort. Aber leider können sie hier nicht den Ausweg erzielen. Jetzt Guzman. Klasse Aktion von Hofstetter. Chemnitz kommt. Hector. Lodric. Lodric. Vorteil läuft nicht weiter. Es gibt
Die gelb-rote Karte für Damir Krailach. Was ist denn hier los? Wie kommt denn das hier? Kurz vor der Pause und er, der Hansa-Fan ist nicht aufgebracht. Warum lässt er den Vorteil nicht laufen? Hier. Und das ist ein Witz. Das ist eine Witzkarte für Damir Krailach. Tut mir ja richtig leid für die Unioner hier. Die müssen jetzt nur noch zu 10 auskommen, die ganze zweite Halbzeit. Hofstetter mit dem Freistoß. Das ist Wolf, der nimmt die Klasse an. Nee. Abseits. Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Bei diesem Freistoß. Wenn das passieren kann, weiß ich ja auch nicht. Parsen. Union ist natürlich geschockt hier. Gelb-Rot für Krailach. Wolf muss da hin gegen Parensen. Wolf setzt sich durch. Klasse. Flanke. Das Achats Pfosten! Wow! Da schlägt's ein am Pfosten. Fast der Ausgleich für Chemnitz. Aber noch steht's hier 1-0 für Eisern Union. Halbzeitführung für den Drittligisten. Zwischen Nürnberg und Schalke steht's doch 0-0. Eva Gußmann in der 18. Minute mit dem Glücksschuss. Nee, nicht Glücksschuss, mit dem Schuss ins Glück. Oh Mann, aber jetzt müssen wir die Überzahl natürlich ausspielen in der zweiten Halbzeit. Halbzeitansprache. Brandrede, kommt Leute. Das war tatsächlich der flammende Rede. Die Spieler sind sehr motiviert für die zweite Halbzeit, super. Spielergespräche. Motivieren Fink, wir motivieren Achatz, wir motivieren Lodrich. Wir motivieren Pierre Stellbrett. Und wir loben Niklas Weißenberger. So, Massagen gibt's für Fink. Für Weißenberger und für Hofstetter, für die Innenverteidiger. Und dann geht's weiter mit Halbzeit 2. Wir lassen hier absolut nichts anbrennen. Warte mal. Wo ist er hier? Öffne Taktik. Pressing erhöhen wir. Und wir erhöhen den Einsatz auf volle Pulle. Und dann wird sie hoffentlich noch was mit dem Finaleinzug. Aber erstmal müssen wir den Ausgleich erzielen. Dann geht alles von selbst. Benno Schmitz. Die Chancen waren schon mal da. Achatz. Schönheim-Klasse dazwischen. Wir denken leider dran. Union nur zu 10. Schönheim marschiert. Weißberger drischt sich nach vorn. Und Fink kommt da hinterher. Haas ist da, klärt erstmal. Schönheim kriegt den Ball erneut. In der gegnerischen Hälfte sogar noch. Das ist Sören Brandy. Wo ist Benno Schmitz? Brandy. Mit der Flanke. Da ist Oschmann. Da ist Oschmann. Aber er lässt sich da von Weißberger ins Austreiben. Klasse gemacht von Niklas Weißenberger. Oh, Fink mit der Weiterleitung da auf Wolf. Die war sehr optimistisch. Parsen. Geklärt erstmal. Hector hat den Ball. Hector. Gut bei der Geschwür Wolf. Aber Wolf hat das ganze Platz zum Flanken. Flankt auch. Haas ist da. Puncic kann nicht klären. Fink noch am Ball. Fink jetzt wieder von der anderen Seite. Da kommt die Flanke. Aber das ist eine Rückgabe. Das ist ein Geschenk für Daniel Haas. Oh, 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 oh. Achatz, da muss ein bisschen mehr draus werden. Das kann es nicht geben. Guzman, Brandy. Baltram, Guzman, Brandy gegen Schmitz. Chemnitz hat den Ball. Bellarabi. Bellarabi bleibt hängen. Da muss mehr draus kommen. Beltran. Oschmann gegen Lodrich. Quiring. Union im Ballbesitz. Das dauert mir alles zu lange. Wieder im Ballbesitz. Leute. Brandy gegen Schmitz. Schelber dazwischen. Fink und Wolf. Aaron Wolf verfolgt von Quiring. Wolf schüttelt ihn ab. Anton Fink vorbei an Beltran. Anton Fink gegen Parensen. Fink schießt mal aus der Distanz. War aber eigentlich die falsche Entscheidung. Wir wechseln. Wir wechseln. Es wird. Ja, wer wird denn kommen? Das ist die Frage. Bunyaku bringen wir. Wir bringen Albert Bunyaku für Mitja Lodrich. Offensiv Lodrich sehr, sehr schwach. Achatz rückt auf die hängende Spitzenposition. Lodrich und Bunyaku in die Spitze. Zusätzliche Stürmer jetzt. Leute, hier muss das Tor fallen. Silvio kann den Ball unbedingt annehmen da im Mittelfeld. Quiring.
Christopher Quiring gegen Hector. Quiring Flanke kommt, aber keiner im Strafraum. Müller fängt ab. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Umso länger die Zeit hier, umso länger es hier 0-1 steht, umso weniger kann ich noch dran glauben. Buniaco jetzt. Buniaco setzt sich da irgendwie durch. Auf Achat, der deckt nicht mit. Blockt jetzt ab zumindest. Es ist alles so unkonsequent, so unkreativ in der Offensive. Was ist denn los mit der Mannschaft? Hector. Hofstetter. Schelber, Cooper auf Wolf, der hat jetzt ganz viel Platz. Aaron Wolf. Die Gefahren sind. Wolf, klasse, Antritt. Aaron Wolf. Ich muss der Abschluss kommen. Wolf. Aaron Wolf. Das Ding will wieder nicht rein. Ah, das kann es ja wohl nicht geben, Leute. Der Ausgleich will nicht fallen. Nemetz kommt, da zusätzlicher frischer Stürmer für Silvio bei Union Berlin. Guzman legt per Kopf auf Puncic. Bellarabi geht nicht richtig hin. Oschmann. Schellbrett stark. Buniaco. Oh, was ist das für ein Pass von Albert Buniaco? Er holt sich den Ball. Ja, halbwegs wieder. Schellbrett klasse. Kein Foul. Fink. Links raus auf Wolf. Fink macht's alleine. Anton Fink. Fink schießt. Das ist alles zu harmlos. Mann. So, nächste Offensivkraft wird kommen. Christoph Mausberger. Christian Mausberger kommt für... Na, für wen? Für wen ist die große Frage. Er wird kommen für... Für Daniel Hofstetter. Wir brauchen die zusätzliche Offensive. Er kann auch noch offensiv spielen. Oh mein Gott, jetzt wird hier umgestellt. Oh, das nee, halt. Er geht hier hin. Buniaco dorthin. Und die Doppelspitze bleibt hier vorne. 3-3-4 System jetzt hier quasi. Schellbrett. Alleiniger Sechser, Mausberger. Auf dem im rechten Mittelfeld jetzt. Also, ja, wir brauchen den Ausgleich, ganz klar. Wir brauchen hier den Ausgleich in Überzahl. Fink holt sich den Ball. Schellbrett. Links raus auf Wolf, das war gut gesehen. Aaron Wolf hat wieder ganz viel Platz dort. Die Gefahren sind. Wolf hat den Ball noch. Es muss die Flanke kommen. Wolf bringt die Flanke. Schönheim vor den Keeper Haas. Das kann nicht wahr sein, ey. Flattern die Nerven gegen den Drittligisten hier. Kurz vorm Finaleinzug. Ach, hat's gut gesehen. Links raus auf Hector nochmal. Letzte Aktion von ihm vielleicht. Jonas Hector. Hector, das ist zu einfach, Mann! Union lässt den Ball laufen. Und dann so ein Pass noch auf Quiring. Union mit der Chance zur Entscheidung. Hector kann sie nicht anders helfen als mit dem Foul. Eggy Mann kommt für Puncic bei Union. Muss man mit der Flanke. Müller ist da. Und jetzt kommt der Chance. Kommt, Leute. Kommt, Leute. Kommt nochmal. Buniaco spielt den Ball auf. Achatz. Achatz bleibt hängen. Chancen liegen bei Union jetzt. Quiring mit der Flanke. Das Guzman Müller rettet. Jetzt ab nach vorne. Ab nach vorne. Seh zu, dass du den Ball nach vorne schlägst. Meine Güte. Nee. Nee. Union wieder im Ballbesitz. Ich fasse es nicht, Leute. Ich bin...
Aus der Traum. Aus der Traum von der Europa League. Vom allgemein vom DFB-Pokalsieg. Schalke schlägt Nürnberg mit 1:0, zieht in die nächste Runde ein. Unsere Mannschaft hat es nicht geschafft, gegen den Drittligisten eine komplette Halbzeit in Überzahl ein Tor zu erzielen. Union in den letzten 4 Spielen ohne eigenen Treffer in der zweiten Halbzeit. Auch das hat heute gereicht. Denn Chemnitz, der Tabellenführer der zweiten Bundesliga, war nicht in der Lage, den Club aus dem Mittelmaß aus der dritten Liga in Bedrängnis zu bringen. Oh, 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 Leute.